Hier in der Münchner Innenstadt wird jetzt in unseren Tagen an Fritz Gerlich auch erinnert. Jetzt 85 Jahre, nachdem er in Dachau ermordet worden war. Hier an der Stelle hat Fritz Gerlichs Kampf gegen die Nationalsozialisten stattgefunden. Hier hat er seine Zeitung gemacht, Der gerade Weg. Hier hat er geschrieben, der Nationalsozialismus ist eine Pest. Hier hat er sich den Zorn der Nazis zugezogen. Mich beeindruckt Fritz Gerlich ob seines Mutes. Andere haben nichts gegen den aufkommenden Nationalsozialismus gemacht. Fritz Gerlich hat viel gesagt. Er wusste, dass es gefährlich wird. Ich bin auch deswegen Fritz Gerlich verbunden, weil ich selbst Redakteur bin. Ich habe mein Handwerk bei der Münchner Kirchenzeitung gelernt. Die Münchner Kirchenzeitung war übrigens das Büro hier Seite an Seite mit dem Büro von Fritz Gerlich. Ich befasse mich jetzt seit 10 Jahren mit Fritz Gerlich, habe sehr viel von seiner Zeitung gelesen, habe Menschen getroffen, die Fritz Gerlich noch erlebt haben, kenne jetzt doch sehr viele Facetten von diesem Mann. Je mehr ich mich mit Fritz Gerlich beschäftige, umso mehr interessiert und fasziniert mich dieser Mann. Einem Arbeitskollegen hat Fritz Gerlich einmal berichtet, dass er nachts am Heimweg von der Redaktion oft hier im Portal des Münchner Doms knien würde und beten würde, dass Gott ihm die Wahrheit erkennen lassen möge. Das Thema Wahrheit war für Fritz Gerlich sehr, sehr wichtig. Das Erzbistum München und Freising betreibt jetzt ein Seligsprechungsverfahren für Fritz Gerlich. Dabei geht es in der ersten Phase darum, Fakten und Wissen zusammenzutragen. Ich arbeite an diesem Verfahren mit. Ich bin berufen Mitglied in der historischen Kommission. Und in dieser Kommission sammeln wir einfach Wissen, Fakten, recherchieren in Archiven. Eine Frage, die uns da beschäftigt, ist zum Beispiel die, warum kommt das Erzbistum jetzt erst auf Fritz Gerlich? Warum beginnt jetzt erst dieses Verfahren? Warum war dieser Mann so sehr vergessen und warum kommt er jetzt wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen? Wenn diese Dinge dann alle zusammengetragen sind, dann geht das nach Rom und Rom entscheidet dann, ob eine Seligsprechung möglich ist oder nicht. Hier im Polizeigefängnis in der Münchner Edtstraße war Fritz Gerlich über ein Jahr inhaftiert. Man muss eigentlich sagen, weggesperrt. Er hatte da keinen Anwalt, es gab keinen Prozess. Kardinal Marx hat daran erinnert, am Rande der Seligsprechung, der Eröffnung der Seligsprechung, dass auch heute sowas noch vorkommt. Er hat an Deniz Yücel erinnert, der vor über einem Jahr ja noch in der Türkei inhaftiert war, ohne dass es einen Haftgrund gegeben hätte. Und so ist es leider das Schicksal von Fritz Gerlich kein Einzelfall und auch nicht Geschichte, sondern kommt immer wieder vor und ist aktueller denn je.